Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat Russland Energieerpressung vorgeworfen, nachdem Moskau Polen und Bulgarien den Gashahn abgedreht hat. In dieser Woche hat die russische Führung eine neue Serie von Energieerpressungen gegenüber Europäern begonnen. Das sagt Selenskyj in einer Videobotschaft vom 27. April. In Europa könne niemand auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen, betont der 44-Jährige. Der Lieferstopp sei dafür ein weiteres Argument. Russland betrachte neben dem Gas auch jeden anderen Handel als Waffe. Moskau würde dafür nur auf einen günstigen Moment warten. Europa müsse erkennen, dass es im Handel nicht von Russland abhängig sein könne. Je früher das passiere, desto eher würde die Stabilität der europäischen Märkte gewährleistet sein. Selenskyj befürwortet den Vorschlag der EU-Kommission, dass Exporte aus der Ukraine in die EU befristet von Einfuhrzöllen befreit werden sollen. Russland versucht, eine weltweite Preiskrise zu provozieren, damit das Chaos, insbesondere auf den Lebensmittelmärkten, beginnen kann, sagt er. Laut Selenskyj können Exporte aus der Ukraine aber dazu beitragen, die Märkte zu stabilisieren. Es kommt also nicht nur uns, sondern allen Europäern zugute, bekräftigt er.